Muss ich noch mehr sagen, Leute. Wunderschöne Herbstfarben. Hier alles schön, schön golden. Die Sonne scheint hier nach Tagen. Voller Regen endlich mal wieder. Och, ist das schön, mal wieder Tageslicht zu spüren. Also wie gesagt, das Laub leuchtet hier so in all seinen schönen Farben. Pilze stehen hier überall rum. Leute, ich hab Bock auf die nächste kleine Pilzerforschungsreise, Leute. Kommt mit, viel Spaß beim neuen Video. So, wir sind hier tatsächlich mal relativ unromantisch im Frankfurter Stadtwald unterwegs. Aber auch wenn er ein bisschen laut ist, so ein bisschen von Verkehrsterror hier leider beeinträchtigt, ist es mit einer der schönsten Wälder, muss ich sagen. Schöner Mischwald, hier gibt es Kiefern, Eichen, Buchen, Lärchen, hier steht irgendwie alles, was man sich vorstellen kann. Hier haben wir schon schöne Nebelkappen, dürfen natürlich Uni fehlen. Hier Nummer 1. Und hier hinten geht es so fröhlich weiter. Na, wo sind sie denn? Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. So, mal ein schönes Beispiel hier für den grünen Knollenblätterpilz, der tatsächlich auch mal grün aussieht. Das ist ja crazy. Moment, erstmal hier Platz schaffen. Hier haben wir den guten. Also Leute, grüner Knollenblätterpilz. Ich glaube in Bochum oder so oder in Essen liegen schon wieder 4 oder 5 Leute im Krankenhaus und warten auf eine Lebertransplantation. Also Leute, ey, passt bloß auf nichts sammeln. Wo man sich nicht sicher ist, Pilze mit Lamellen sowieso eher tendenziell weniger, weil bei den Röhrenpilzen gibt es nicht ganz so krass tödlich giftige. Also Knollenblätterpilz ist halt schon Endlevel, ne? Alter Schwede, ey, da zerstört sie die komplette Leber. Da haben wir hier wieder schöne Flaschenstäublinge. Die sind auch sehr, sehr gut, die sind ja am Start. Jetzt habe ich hier noch irgendwas gesehen. Was ist denn hier noch? Ach, schöner Hallimasch. Hallimasch, auch schöner Speisepilz, finde ich zumindest. Sollte man gut durcherhitzen. Aber hier, das lohnt sich wenigstens bei der Menge, die hier rumsteht. Hier vorne hoch. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, Frankfurter Stadtwald mache ich jetzt die kleine Halbenskruss drum. So nach dem Motto, ist mein Pilzgebiet. Ich erzähle jetzt niemandem, wo ich hier unterwegs bin. Finde ich Schwachsinn, weil erstens ist der Frankfurter Stadtwald extrem groß und dann wird es hier wieder mehr so eine Erkundungstour sein.
so ein bisschen selber auch Fotos machen und bestimmen, nachschlagen, die man irgendwie nicht kennt und so. Finde ich immer ganz chillig, aber ihr seht schon hier, die wunderschöne Birkenwälder, also Abwechslung. Hier haben wir irgendwelche Erlenwälder oder so, also Abwechslung ist hier definitiv am Start. Die Eichhörnchen huschen hier durchs Bild. Ja, moin. Das ist ja auch geil, herrlich. Hier sind die nächsten Pilze. Ach, ist das schön. Ich habe zwar hier so meine 2-3 Stellen, wo ich weiß, dass es hier Pfifferlinge gibt. Da würde ich mir natürlich auch welche mitnehmen. Alter, was ist das denn hier? Ist das ein Bild hier unten? Boah. Alter Schwede, was ist das denn? Ich glaube, irgendwelche Schüpplinge oder so. Ich will auch nochmal nachschlagen. Goldfell-Schüppling oder ich habe keine Ahnung, was hier ist. Der ganze Baum voll. Holy moly, ey. Alter Schwede. So, hier wieder mal exemplarisch, dass man hier nicht lange suchen muss nach Pilzen. Also wir haben hier einen kleinen Täubling stehen. Fragt mich nicht, was für einer. Dann haben wir hier lila Lacktrichterlinge. Hier, hier, hier. Dann haben wir hier so, ich glaube orangene, ich muss nochmal nachschlagen, orangene Lacktrichterlinge sind das, glaube ich. Hier wieder ein lilaner. Hier unten ein Röhrling. Was ist das denn? Ach, scheiße, ein bisschen älter. Rotfußröhrling, ein bisschen älterer. Und hier wieder ohne Ende Lacktrichterlinge, Leute. Ist so krass. Achso, und hier hinten sind natürlich noch Nebelkappen, ne? Dürfen natürlich Uni fehlen. So, nächstes niedliche Bild hier. Hier haben wir irgendwelche Trichterlinge, vielleicht fuchsige Trichterlinge könnte sein. Hier haben wir irgendwelche Helmlinge. Ist doch mal cool, dass wir hier so an dem Baumstamm stehen. Und hier haben wir noch, und die Kamera sich mal hier drehen wollte, dankeschön. Und hier haben wir noch irgendwelche Täublinge. So, nächstes spannende Bild, hört nicht auf. Hier haben wir grünblättrige Schwefelköpfe, giftig. Aber hier hinten, ich habe jetzt mal eben abgemacht, haben wir Stockschwämmchen. Also da muss man wirklich aufpassen, die Merkmale sich genau angucken, dass man hier nicht um die falschen sammelt. Krass, an einem Baumstamm gleich beide. Macht so einen Spaß, hier etwas ein bisschen rumzuforschen. Überall stehen hier Pilze. Die Farben, endlich leuchtet immer wieder so ein bisschen. Nach gefühlt wochenlang wie Dunkelheit. Oh, es ist so geil. Muss man mehr sagen. Ey, es leuchtet hier, es ist Wahnsinn. Kann man den Zoom hier auch rausmachen vielleicht. Alter, ist das geil. Also wie gesagt, viele wissen es ja, ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Neben Frühling. Im Sommer gibt es ja kaum was zu entdecken, wenn es dann dazu noch trocken ist. Dieses Jahr ging es ja zum Glück einigermaßen. Gibt es ja leider nicht so viel zu entdecken, aber jetzt. Alter, ich liebe das einfach, ne? Ich lieb's einfach.
so. Ich dümpel hier immer noch schön gemütlich durch den Buchenwald. Wieder komplett andere Wege. Also wenn ich hier im Stadtwald bin, sind es meistens so 10, 15 Kilometer, die ich da zurücklege. Und ich schaffe es tatsächlich jedes Mal, neue Wege zu entdecken. Also es ist unerschöpflich, dieser Wald. Ich weiß nicht, wie lang das Wegenetz hier ist. Vielleicht finde ich da irgendwas drüber. Hab's euch vielleicht schon mal eingeblendet oder so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. So, das soll jetzt mal diese kleine kurze Stadtwaldtour gewesen sein. Auf jeden Fall wird es die nächsten Tage mindestens noch ein paar Wandervideos, vielleicht sogar ein paar Pilzvideos geben. Ja, einfach die Sonnenstrahlen, wie die hier durch diesen leichten Nebel noch irgendwie runterbrechen. Es ist so herrlich, ne? Also angeblich laut Wetterbericht sollen zumindest immer so 5, 6, 7 Stunden die Sonne scheinen die nächsten Tage. Ich hoffe es sehr, muss ich sagen. Hat mir doch schon ein bisschen gefehlt, mal hier so eine schöne Wanderung zu machen, aber wenn es ja komplett grau ist und noch keine Herbstfärbung da ist, macht es halt nicht so viel Spaß. Aber das wird sich ja hoffentlich jetzt die nächsten Tage ändern. Gefunden haben wir sehr viel, mitgenommen oder mitnehmen hätte ich mir auch einige können. Rötelritterlinge, Stockschwämmchen und so weiter, aber das war nicht mein Ziel heute, sondern einfach nur ein bisschen die Bestimmung. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao.